Hallo Menschen, heute geht es um die gelesenen Bücher im Oktober. Ich glaube, das waren 6 Romane, 3 Gedichtbände und ein Sachbuch. Ich muss das dann nochmal genauer am Computer nachschauen. Und los ging der Monat mit Je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich von Kirsti A. Skomsbold oder so in der Art. Das ist ein Buch, was Jen Campbell auf ihrem Kanal empfohlen hatte. Die werde ich euch auch mal verlinken, denn ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Booktuberin mit viel Lyrik. Schöne aktuelle Literatur, ein paar Klassiker und dann auch so Märchenneuerzählungen, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich finde allerdings, dass weder Jen Campbell auf ihrem Kanal noch der Text auf der Rückseite wirklich beschreiben, worum es geht und dass auch gerade hier hinten drauf etwas steht, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich das sofort erkannt hätte, wenn ich es vorher nicht hinten drauf gelesen hätte. Deswegen will ich es euch eigentlich gar nicht erzählen und allgemein mich auch eher bedeckt halten. Was ich sagen kann, ist, dass hier im Zentrum eine fast 100-jährige Dame steht, die außer mit ihrem Mann nicht besonders gut mit Menschen kann. Sie hat wirklich ganz, ganz geringe soziale Kontakte und gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Gefühl zu verschwinden, dass sie unsichtbar wird und sie hat absolut genug vom Leben. Dazu ein kurzes Zitat, wo sie vorher darüber nachdachte, wie man sich eventuell so ein bisschen umbringen könnte und dann kommt sie zu dem hier. Die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, ist zu vergessen, die Kochplatte auszustellen und ich beschließe damit den Anfang zu machen. In den Nachrichten wird oft von Häusern und Wohnungen berichtet, die bis auf die Grundmauern abbrennen und meistens stecken irgendwelche Alten dahinter, die vergessen, den Herd auszustellen. Aber jetzt fällt mir plötzlich auf, dass sie es möglicherweise auch schlicht und einfach vergessen. Finde ich ganz, ganz toll. Die Protagonistin ist auch wirklich sympathisch, vor allem, weil sie so einen ganz feinen Humor hat, der dann aber auch gleich wieder in Trauer umschlägt. Es gibt zum Beispiel mehrmals Momente, in denen sie halt ein Martinshorn irgendwo hört und sowas sagt wie: Na super, eigentlich sollte der Krankenwagen zu mir kommen, denn ich habe mir heute früh einen neuen Schnüppi angezogen und jetzt geht er aber zu jemand anderen, der jetzt die Verantwortung für sein Leben abgeben darf. Na vielen Dank. Um an einer anderen Stelle mal so diesen Humor, zumindest meiner Meinung nach Humor, zu zeigen. Aber zuerst gehe ich ins Bad. Ich habe noch dasselbe an wie am Vortag und wie an allen anderen Tagen. Mein schwarzes Kleid. Gestern war es besonders schwarz. Das finde ich so süß, aber auch irgendwie ein bisschen traurig und also gefällt mir sehr, sehr gut. Die Sprache, habt ihr vielleicht schon gehört, ist eigentlich recht simpel, aber auch sehr schön und sie vermag es, finde ich, die Einsamkeit sehr, sehr gut wiederzugeben. Und dazu möchte ich noch ein allerletztes Zitat wiedergeben, etwas länger, was aber lohnenswert ist. Sie geht dann mal an einer Stelle in den Fluss, aber also, ja, sie geht auf jeden Fall in den Fluss. Weil ich so krumm bin, muss ich mich auf den Rücken drehen, um den Kopf über Wasser halten zu können. Ich wiege nichts und ich schwimme hinaus und mache große Kreise mit den Armen und Froschbewegungen mit den Beinen. Unendlich plus eins ist über mir und die Ewigkeit unter mir. Bald bin ich zu weit vom Land und zu weit von den Inseln entfernt und mein Gehirn ist so kalt, dass es keine Reime mehr bildet, höchstens Eiskristalle. Ich muss lachen und weinen, weil ich die lustigste Person bin, die ich kenne. So ist es geschrieben, gefällt mir eigentlich sehr gut, kann ich euch nur empfehlen, auch wenn ich euch nicht so richtig gesagt habe, um was es geht. Aber ich glaube, so ist es besser, in den Roman reinzugehen. Dem folgte dann Die letzten und die ersten Menschen von Olaf Stapleton, was ich aber schon weitergegeben habe an Karos Bücher, denn ich fand es so lala, tolle Ideen dahinter, hat mir aber als Roman dann nicht ganz so gut gefallen und sie meinte, es würde sie interessieren. Deswegen habe ich angeboten, es zu schicken. Und falls ihr wissen wollt, um was es überhaupt geht und warum es mir nicht ganz so gefallen hat, könnt ihr dazu meine Rezension gehen. Um es für dieses Video kurz zu machen, es ist ein Science-Fiction-Roman, der eben so 2 Milliarden Jahre Menschheitsgeschichte in sich vereint, was sehr viel ist für 450 Seiten und ja, um genauere Sachen, wie gesagt, dann in dem anderen Video. Dem folgte dann The Remains of the Day von Kazuo Ishiguro, was ich zusammen mit Buchgeschichten las. Auch dazu gibt es eine Rezension von mir und hier will ich auch wieder nur sagen, es geht prinzipiell um die Erinnerungen des schon alternden Butlers Mr. Stevens, was wirklich nicht sehr spannend klingt, aber eine ganz tolle Sprache hat und dadurch, dass er ein unzuverlässiger Erzähler ist, das Ganze auch noch sehr interessant macht, wie wir dann Dinge halt erst so später erfahren, die er uns erst nicht so erzählen wollte oder von denen er behauptete, dass sie anders sind, gefiel mir sehr, sehr gut und es ist ein schön ruhiges Buch, eine gute Charakterstudie, meiner Meinung nach empfehlenswert. Dem folgte dann der erste Gedichtband dieses Monats von Wisława Szymborska. Diesen und 2 andere Gedichtbände bespreche ich auch in einem Einzelvideo, in dem ich mich halt ein bisschen auf Lyrik konzentriere, deswegen würde ich sagen, brauche ich jetzt hier nicht mehr viel zu erwähnen. Wer sich für Lyrik interessiert, kann reinschauen und ansonsten Gedichte eben und ich kann sie aber auch empfehlen. Dann kam schon das erste und einzige Sachbuch diesen Monat, nämlich Das andere Berlin, die Erfindung der Homosexualität, eine deutsche Geschichte 1867 bis 1933. Das habe ich ebenfalls rezensiert, da es mir auch als Leseexemplar vom Siedler Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Ich fand es sehr, sehr interessant, hatte mich aber vorher auch nicht groß mit dem Thema, vor allem zu dieser Zeit, beschäftigt. Deswegen habe ich viel Neues gelernt und er hat eine schöne Art, sowohl das
Wichtige zu sagen, aber auch noch ganz viele Infos drumherum, die aber wirklich interessant sind. Es gefiel mir wirklich gut und wirklich, wirklich, wirklich. Wer sich also für Sachbücher allgemein oder für dieses Thema interessiert, kann ja nochmal in die Einzelrezension schauen. Danach kam dann der Lesemarathon Minaton, in dem ich unter anderem die beiden anderen Gedichtbände las, die auch in besagtem Video zu sehen sind. Außerdem las ich an diesem Wochenende Heiligblut von Gisela Elsner. Hier muss ich zugeben, ich hatte von dem, was mir der Buchhändler gesagt hat, nämlich dass hier so die Landidylle zerstört wird, noch etwas mehr erwartet. Denn ja, wir haben zwar auch so eine unerwartete Wendung dann noch, aber ich hatte halt erwartet, dass sie sich in so einem richtigen Abwärtsstrudel des Grauens verfangen, dass es irgendwie so psychologische Abgründe kommt. Das war nicht ganz so. Stattdessen haben wir halt hier vier Herren, die in so eine etwas abgelegene Berghütte fahren. Sie machen das alljährlich als einen Wander- und Jagdurlaub. Und drei dieser Herren sind eben schon alte Bekannte, die sind auch alle Veteranen beider Weltkriege und man kann sie nicht mal mehr konservativ nennen, sondern es sind einfach Altnazis, also anders kann man es nicht beschreiben. Und der dritte im Bunde ist eigentlich nur der Sohn eines anderen Herrn, der zu dieser Vierergruppe gehört. Er ist in Vertretung für seinen Vater dabei, da der krank ist und er ist halt ja etwas moderner, er hat den Kriegsdienst verweigert und Zivi gemacht, hatte noch nie eine Waffe in der Hand und so sympathisch das ja eigentlich klingt und die drei anderen Herren sehr, sehr unsympathisch sind, muss man aber auch sagen, dass der vierte halt schon irgendwie so ein bisschen willensschwach ist. Also der ist so ein bisschen immer, ich fall hier hin, obwohl ich gar nicht will und sympathisch ist er eigentlich auch nicht wirklich. Und das Verhältnis dieser vier sowie dann noch eine unerwartete Begebenheit in der Region stehen halt im Vordergrund, wie die so miteinander auskommen. Gisela Elsner arbeitet ganz viel mit Wiederholungen, dass also Leute immer wieder gleich beschrieben werden oder gleiche Handlungen machen, sodass wir sie halt immer so mit dieser einen Sache verbinden. Sie hat auch sehr, sehr lange Schachtelsätze, also nee, beziehungsweise die nicht unbedingt lang sind, aber halt verschachtelt, also wo sie ganz viele kleine Wortgruppen da nochmal reinstückelt. Das war jetzt nicht wirklich anstrengend, aber hat mich jetzt auch nicht wirklich begeistern können. Das war in Ordnung. Und ich muss sagen, ich habe zu den Charakteren keinen Zugang gefunden. Teilweise wirken sie halt auch so ein bisschen grotesk und ich glaube, dass das als Theaterstück großartig funktionieren würde. Aber als Roman funktionierte es für mich nur teilweise. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eher so ein bisschen eine Charakterstudie erwartet hätte, denn das ist es nicht, sondern es ist vielleicht eher etwas in Richtung Karikatur. Also natürlich war das interessant, dass es irgendwie so eine Satire halt an der NS-Vergangenheit und auch am Katholizismus ist. Da bin ich immer voll dabei. Es hat mich insofern auch ein bisschen an Böll und Thomas Bernhard erinnert. Aber so hundertprozentig überzeugt war ich noch nicht. Ich bin allerdings immer noch an der Autorin interessiert. Sie hat so einen zweiten Roman, der heißt, glaube ich, Fliegeralarm. Finde ich auch großartig. Da spielen die Kinder während des Krieges halt so in den Trümmern und wollen aber also quasi noch bessere Nazis sein als ihre Eltern und entwickeln da auch so einen kleinen Führerkult und bemerken dann immer so, okay, wir sind ja so ganz tolle Nazis, da fehlt uns doch eigentlich noch ein kleiner Jude, den wir halt unterdrücken und oder töten können. Also ich weiß noch nicht genau, woraus es hinausläuft, aber ich fand die Idee so, so großartig. Kindergrausamkeit ist sowieso eine Sache, die mich sehr interessiert. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall weiterlesen, auch wenn ich das jetzt so lala fand. Ebenfalls im Minaton begonnen habe ich noch Das Schiff von Andreas Brandhorst. Da sagte ich ja schon, dass es nach einem recht schwachen Start mich dann doch noch überzeugen konnte. Ich finde allerdings, dass der Klappentext irreleitend ist. Da steht ja sowas, vor 1 Million Jahren verschwand das hochtechnisierte Volk der Muria aus der Milchstraße. Seither suchen die Menschen nach den Artefakten der geheimnisvollen Zivilisation, bla bla bla. Im Kern geht es allerdings viel, viel mehr um das Verhältnis zwischen Menschen und intelligenten Maschinen. Die Muria kommen zwar vor, aber eher so am Rande. Meiner Meinung nach sind die Fragen, die aufgeworfen werden, eher so ähnlich wie in Matrix. Also es geht um dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen Menschen und Maschine und so weiter und so fort. Klingt ja eigentlich ganz interessant, ist aber halt nicht das, was hinten drauf steht, meiner Meinung nach. Was mir hier aufgefallen ist, dass wir hier viel so klassisches, episches Erzählen haben. Natürlich zwischendrin auch Dialoge und Handlungen und so, aber dann klingt es halt wieder wie Tolkien, finde ich. Also zwar im All, aber es hat mich sehr, sehr so an Fantasy-Epen erinnert und man merkt so, dass er eine große Geschichte erzählen will. Was ich richtig gut fand, ist, dass Protagonisten hier manchmal zum Beispiel Intrigen bemerken und auch etwas dagegen tun. Ich finde, in vielen Büchern ist es oft so, dass wir als Leser merken, oh nee, 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 das ist eine falsche Schlange, aber die anderen kriegen nichts mit oder machen nichts dagegen und dann entstehen viele Verwirrungen und sowas und hier ist es nicht so. Die bemerken das und das fand ich richtig gut. Nett fand ich auch, dass die Maschinen zwar weitestgehend auch so reden wie wir, man muss es ja irgendwie wiedergeben, aber dann gibt es so ein, zwei Besonderheiten, die richtig schön gemacht sind, finde ich. Oder auch so Sachen wie
dann dachte er eine ganze Sekunde darüber nach, was halt in Maschinenzeit ungefähr so ist, als würden wir bestimmt eine halbe Stunde lang schweigend da sitzen und das Ganze für uns überlegen. Und das waren halt so schöne kleine Formulierungen oder auch, wenn halt ein Dialog zwischen Maschinen wiedergegeben wurde, stand halt vorne, dass es halt irgendwie so und so viele Nanosekunden eigentlich sind, während wir das halt mehrere Minuten lang lesen. Also die Besonderheiten haben mir eigentlich recht gut gefallen. Und ebenfalls nett fand ich, dass man vorher nicht so wirklich weiß, wo die Protagonisten rauskommen. Das heißt, sie schlagen oft einen Weg ein und sagen, wir müssen jetzt das und das machen und dann passiert das aber nicht ganz so. Also es war wieder so der Vergleich, wenn Frodo sagt, okay, ich möchte jetzt nach Bruchtal, dann wissen wir eigentlich, dass er vielleicht mit einigen Schwierigkeiten, aber am Ende in Bruchtal ankommt. Und hier ist es halt nicht so. Die müssen halt oft umdenken, irgendwas anderes passiert und das fand ich irgendwie ganz nett, dass man vorher nicht so weiß, okay, jetzt kommt der Schritt, dann der Schritt, dann der Schritt. Das heißt, im Großen und Ganzen fand ich es unterhaltsam. Das Ende hat auch noch den plumpen Anfang für mich wieder wettgemacht. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt nicht weltbewegend für mich. Es war gute Unterhaltung, Science-Fiction, aber nicht so wie gewisse Dystopien zum Beispiel, die so mein ganzes Weltverständnis geändert haben. Also ja, ganz nett. Danach war ich immer noch in der Stimmung für etwas Leichtes und ich las ein Jugendbuch, nämlich The Rest of Us Just Live Here von Patrick Ness. Das war eines der Bücher, was mir eben Karos Bücher zugeschickt hat und ich fand es ganz toll, dass ich daran erinnert hat, denn ich glaube, es war mit eines der ersten Kommentare, die ich ihr schickte, dass ich hier schon immer mal überlegt habe, ob das nicht vielleicht mal ein Jugendbuch für mich wäre und ich glaube, weil das für mich so eine Besonderheit ist, denn seit Harry Potter habe ich kein Jugendbuch mehr gelesen, würde ich sagen, werde ich dazu auch nochmal eine Einzelrezension machen. Um es für dieses Video kurz zu fassen, es ist ein Jugendbuch und eigentlich auch ein Fantasybuch, was eben gerade mit den Klischees aus Jugend-Fantasy-Büchern spielt und die so ein bisschen auf den Kopf dreht. Fand ich eine ganz, ganz tolle Idee und im Großen und Ganzen hat es mich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Und genauere Überlegungen gibt es dann in der Einzelrezension. Und der Monat wurde beendet mit Haaren im Mund mit 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Was wiederum eine negative Überraschung für mich war. Ich hatte das irgendwie immer so im Kopf als eines der modernen Klassiker. Dieses Riesenbuch, dieser berühmte Klassiker. Und mir hat es nicht gefallen. Ich konnte damit wirklich kaum etwas anfangen. Ich habe aber wiederum so viele Notizen, dass ich dazu, glaube ich, auch nochmal eine Rezension mache. Denn sonst wird das Video jetzt wieder ewig lang. Um es nochmal kurz zu fassen, es gab hier eigentlich nichts, was mich wirklich interessierte, was mich mitriss oder irgendwie die Sprache, die das wettmachen konnte. Das heißt für mich wirklich leider nichts her. Ich habe übrigens immer Marquez gesagt und jetzt mal gemerkt, dass ja eigentlich die Betonung auf dem Marquez liegt. Naja, auf jeden Fall, ich drehe wahrscheinlich doch noch ein Video, sonst wird das hier zu lang. Das war also ein sehr, sehr wechselhafter Monat mal wieder, aber ich war auch froh, zumindest über die inhaltliche Abwechslung, also zwischen Romanen, Sachbuch und Gedichtbänden, gefiel mir sehr gut. Ihr dürft mir gerne schreiben, was für euch eine Überraschung in eurem Lesemonat war oder auch nicht oder was auch immer ihr kommentieren wollt. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.